Hä? Hallo Leute, willkommen zu Mario Kart. Heute wird wieder gefahren. Ne? Ja. Es ist schon ein bisschen spät, aber das geht noch. heute mit Bestrafung und zwar... Was habt ihr gesagt? Friends? Genau, was habt ihr vorgeschlagen? Jan blendet jetzt mal ein schönes Kommentar ein und zwar sagt das... Oh. Zimtessen für den Verlierer hört sich erstmal harmlos an, ist es aber eigentlich nicht. Ihr könnt es ja gerne mal futtern. Für den Verlierer, weil wir haben noch Besuch. Gehen wir mal in den Matchroom. In den Racing-Raum. Loser. Okay, los. Na, wer ist da? Der Dominik von Filmfabrik. Hallo Dominik. Jetzt kommt seine Kritik. Was geht? Okay. Ja, yo. Euren Spruch habe ich ja mir aufgenommen. Habe ich? Ja, das ist jetzt deins. Tengis hat so gesagt, gut. Das ist super. Uiuiui, jetzt wird's eng hier. So, kriegen wir das so hin? André, gehen wir mal ein Stück. Ja. Wohin? Kuschelt euch mal. Ja, genau. Okay, okay. Mario Kart Mütze auf. Also die beiden Verlierer, ne, also beide Verlierer müssen ein bisschen Zimt essen. Ja. Also die hinteren. Es hört sich doch harmlos an, aber es ist schlimmer. Ja, ja, fangen wir an jetzt hier. Ja, dann geht's mal los. Solo-Rennen. André, du kannst auch ein bisschen. Moment, oder der Verlierer. Wir haben hier Schnupfenspray. Ja, das bin ich. Nee, wir bleiben jetzt. Ja, okay, bleiben wir dabei. Okay. Ja, warte. Boah, ihr nimmt halt sich Baby Mario. Natürlich. Alter. So, warte, wer kann hier was? Also ich bin immer Waluigi, das ist der Beste. Der ist so hässlich, dass er schon wieder geil ist. So, jetzt Moment jetzt hier. Der hier kann was. Knochen trocken. Das ist jetzt mein neuer Bro. Baby Booster. Der Blitzer, Willy Bay. Der Blitzer. Alles schon ausgewählt, weil wir ein paar Runden hier schon Blitzer? Gespielt haben. Was ist das denn? Das ist so ein scheiß Motorrad, nimm das. Das ist okay. Doch unfair jetzt. Ich glaube, ihr beiden müsst noch ein Stück nach vorne kommen, sonst sehen wir euch nicht so ja, gut. Ja, wir müssen hier mehr zusammen. Sehen, weil ja. Sonst kann ich das hier völlig vergessen. Ja. Welchen Cup nehmen wir? Ach so, ja, warte. Ach so, wir machen jetzt mal random. Jengis, okay. Drück mal hier rum. Warte mal. Und was? Nee, Dominik, sag Stopp, okay? Okay. Und drück mal rum. Stopp. Wo sind wir? Pilzcup. Pilzcup. Okay. Das ist doch öde, oder? Ist öde? Ja, Pilzcup ist das Einzige. Jetzt haben wir es aber ausgemacht. Ja, nee, jetzt nimm einen anderen. Anderen? Ich will hier nicht so was Leichtes, ich bin pro. Ja, anders ist ja pro. Ja, jetzt drück hier wen anders. Nee, Spezialkampfland. Nee, oh. Was ist das denn? André. Was ist das denn? Das sind die schwierigsten. Ja. No problem, ey. Jetzt geht's los. Ja. Mit meinem Knochen ihr trocken. Schreibt, jetzt rein, wer gewinnt. Genau. Wer von uns gewinnt. Schließt wie beim Pferderennen. Warte, schließ mal Wetter. Ihr zählt wieder mit. Ich bin oben links. Ich bin oben rechts. 3, 2, 5, 1, los! Knochen trocken, gleich in Führung hier. Ist ja seine Heimat hier. Ja, der ist nicht schlecht, der ist so sau. Schon. Oh. Der ist so sau. Händig. Oh. Ja, first genau. Jengis mal wieder. Nein, Scheiße, Wichser. Knochen trocken. Dummer Knochen trocken, du. Hä, was geht denn hier ab? Der sieht ja so aus wie dieser komische andere da. Der Cooper. Das ist auch nur der in Tod. Wieso, ja, dann ist er gut. Wieso heißt er da nicht Dead Cooper oder so? Keine Ahnung. Oder toter Cooper. Ach, André, ich habe übrigens einen Kommentar gelesen oder mehrere. Ey, André, was soll das? Warum kennst du eigentlich diese ganzen Charaktere nicht? Ja, mein Stellung. Gott. Dieser Knochen trocken hier, den kennt eh keiner. Natürlich. Den gab's in Paper Mario so oft. Nee, den kennt keiner. Nee? Man kennt nur diese Standardwichser wie Mario. Wario, diese Luigi, aber so diese ganzen... Oh, Kacke! Ne, erster. Oh. Was? Dominik, der heimliche Pro? Dominik ist erster, scheiße. Ja. Ich bin Sechster. Kann nicht sein. Noch ist hier nichts entschieden. Stern. Ruhig bleiben und dann zünden, du. Oh! Nee! Jengis wieder. Ja. Aber wisst ihr was, jetzt sagen wir mal gerade, ich bring mal total subtil das Thema Kino mit rein. Kino? Ja. Da kommt der Kritiker wieder raus. Ja, so viele Computerspielverfilmungen, die alle scheiße sind. Ja, das stimmt. Aber wie wär's denn mal mit, das wäre doch mal mega witzig, Mario Kart, der Film. Hä? Das hat doch, nee, wer hat das gemacht?
Mario Kart. Nee, Freddy Wong hat mal Mario Kart in Real Life gemacht. Aber so. Ja, das wäre doch mal ein super Film. Ja, 2 Stunden lang Mario Kart. Was? Wo bin ich? In der Hauptrolle Staub. Wie heißt der Knochen? Die haben dieses Jahr, die haben Schiffe versenken verfilmt. Echt? Haben sie Battleship genannt und Rihanna war so ja. angezogen. Dann ist ja wohl Mario Kart wohl 3-mal drin. Ah, so, du Scheiß. Es sollte mal eine WoW-Verfilmung geben. Das wäre gut gewesen. Ja, die kommt noch, glaube ich. Die Story. Nee, das Problem ist, das geht ja keiner gucken, weil die WoW kennen, die hängen ja vom Rechner. Scheiße. Jo, ja. Nee. Was? Elfter. Ja, André, jetzt hol schnell auf. Warte, ich hab ne Rocket hier, Baby. Knochen trocken. Nein! Knochen trocken, mach das Was? Ding. Hä? Oi. Fahr doch. Hast du behindert? Hallo. Jetzt geht's los. Knochen trocken hier, holt das Ding nach Hause. Was? Ganz. Dominik, was ist hier? Ganz. Zweiter, scheiße. Ja, los, André. Stern. Ich bin aber durch den Sand gefahren. Scheiße, Mann. Ich war... Jetzt heißt es cool bleiben, Warum Leute. Warum fährt ihr denn hier überall gegen? Was? Ich bin Kann entdeckt. Nicht sein. Oh mein, Kann nicht sein. Oh mein Gott. Oh. Nein! Hacke! Du bist Zweiter. Man tut, was man kann. Oh. Man tut, was man kann. Scheiße, 12. Ich glaube, das wird ein sehr kritisches Rennen hier Knochen noch. Knochen trocken, tut mir leid. Knochen trocken, mach kurz einen Spruch. Knochen trocken. Mir fällt nichts ein. Ich würde auch einen coolen Spruch damit machen, aber da kam jetzt gerade nichts. Knochen trocken. Knochen trocken. Irgendwas mit Brocken? Knochen trocken. Knochen trocken wird rocken. Wird es rocken. Oh! Okay, weiter geht's. Okay, reden wir da nicht mehr drüber. Oh, das war echt Reim für Anfänger. Ja. Knochen trocken wird es rocken. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob Genghis hier noch gewinnt. So, was ist das hier? Oh nein. Welche Stadt ist das denn? Die habe ich gehasst bis aufs Blut. Welche Stadt ist das denn? Kolonia. Wie heißt das? Mondstraße? New York City? Mondweg? Okay, Leute, ich muss jetzt in allen drei Rennen Erster werden, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Ah, genau, wo wir gerade bei Köln sind. Friends, an alle Kölner, ich stelle mir immer die Frage, wo kann man hier feiern? Ja? Oh, dann zufälligerweise habt ihr heute einen Gast da, der in Köln wohnt. Ach, stimmt ja. Und hier die Stadt kennt. Hey, ich vergesse mal, dass du dich hier auskennst. Ich denke mal, du bist einer von uns. Nee. Einer von den Coolen, André, aber bist du ja nicht. André und ich waren bisher, wo waren wir? Im Bootshaus. Ja, das war da nice, du, ey. Das ist richtig geil, aber Dominik, das kann ja nicht alles sein hier. Nein, es ist noch nicht alles. Kommt drauf an, auf was ihr abfahrt. Also ich Dubstep immer nur der andere nicht Kram, so der juckt einen nicht. Nee, also die Sache ist ja, wenn man so pseudoschick weggehen will, dann ist ja, sind das ja die Ringe, das ist wie in Hamburg der Kiez, also die Kölner an sich gehen da gar nicht hin. Nee. Was war das denn, ey? Okay. Das sind eigentlich meistens so die Landeier, also zumindest jetzt bei so Clubs wie die Klapsmühle oder das Ding. Oh Mann, ich wollte in diese Klapsmühle und war dann auf dieser Homepage. Ey, da waren ja voll die ugly people nur. Ja, egal. Das ist immer total cool. Ich meine, ich komme ja selber vom Land, also ich will jetzt nicht zu sehr vom Land haten. Ich bin zwar in Köln geboren, aber in der Hauptstadt groß geworden. Aber die dann nie so wegkommen, genau das Hauptstadt ist hinter Hürth und Hürth ist neben Köln. Hürth? Mann! Was geht hier? Dieser Wichser fährt hier die ganze Zeit irgendwo gegen. Ja, ich hasse die Strecke. Aber das ist auf jeden Fall so geil, immer wenn so ein Junggesellenabschied kommt, dann sind die so, oh, wir sind einmal in der großen Stadt und gehen jetzt fett feiern in der Klapsmühle. Also Leute, wenn ihr in Köln seid, geht da auf keinen Fall hin. Ach, warte, André, das haben wir doch im Internet angeguckt. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Wir waren auf dieser Homepage und da waren die ganzen Uglies nur. Knochen trocken. Die Ugly Kids, genau die. Knochen trocken. Knochen. Scheiße, ich hab gesehen, blaue Panzer ist unterwegs. Erst recht. Aber, also ich gehe mal zum gerne Hip-Hop, da ist Donnerstag, wenn man Freitag mal nicht arbeiten muss oder raus muss, im Subway eine geile Hip-Hop-Party. Hip-Hop-Party? Ja, im Subway? Kann man Subway? Ist man da nicht normalerweise? Das ist ein Club, ein kleiner abgefuckter Club, also ich gehe gerne abgefuckt feiern, also da sagt meine Mutter immer was Schönes, ist ein bisschen abgerockt, aber die Toiletten sind sauber. Es geht eigentlich, das gibt's nicht. Das geht, also auch so Ehrenfeld gehe ich eigentlich ganz gerne mal hin, da sind auch ein paar coole Läden. Da läuft manchmal auch was Elektronisches, also hier wird auch viel gemixt aus... ja, was ist mit den Frauen hier? Hier geht's nicht zum Beispiel um Musik, wen juckt denn das? Sind da geile? Sind da geile oder was? Ja, da sind überall, also wir sind in Köln. Ja, Köln ist das Ach ja, sehr Leute, für alle, die sich nicht in Köln auskennen, das ist wirklich ganz komisch, ich glaube, das muss am Trinkwasser liegen. Ja. Hier sind prozentual viel mehr Frauen.
hier sind viel mehr Frauen und die sind alle schön. Das ist saukomisch. Ja, in Hamburg nicht, war das nicht so. Ja, das ist sau. Das ich verstehe das gar nicht. Alter, wie viel, was ja, ist denn hier? Was ist bestehen? Danke, dass das mal. Weißt du, ich hab's jetzt zehnmal gesagt. Ist schön, dass das mal auch mal aufgenommen wird. Was denn? Ich sag seit einer halben Stunde, wir sind hier, die Leute sind hier einfach netter. Ja, ja, Kölner ist auch so. Halt, ne? Köln for life. Wir sind hier jetzt auch Kölner. Also, Leute, wie steht's? Kacke. So, was war jetzt hier? Ich hab gar nicht. Hey, geguckt, ich hab gar nicht. Dominik ist siebter. Weil ist die schon weg jetzt? Aber ich bin gar nicht so schlecht platziert. Ich war gerade siebter. Oh. Moment, müssen wir jetzt noch eins fahren oder noch zwei? Zwei. So. Also, Jeng ist gerankt. Okay, mitzählen. Drei und zwei. Eins. Leute, ich muss mich hier konzentrieren. Jetzt schweige, ja, Schweigeminute. Okay, lass mal bitte eine Minute nicht reden. Knochentrocken wird ganz, trocken. Ganz knochentrocken jetzt eine Minute nicht reden. Lassen trockene Haut war Luigi aus den Sonnen. Ich hab nichts gesagt. Dafür kriegst du einen Panzer rein. Da kriegst du einen roten Panzer für rein, ganz ehrlich. Es treibt sich voll viel auf Knochen trocken. Socken, Flocken, Locken, Frühstücksflocken. Oh, es wird immer schlimmer hier. Wocken. Ich finde, Knochen trocken wird ein neues Trend. Was war das? Ist das da hinten ein Hund, der da rumspuckt, oder was? Bowser ist das. Ach, Bowser. Ich feier hier. Der alte Freund. Ja, es ist ja, ja, ach da so. Da muss aufpassen, weil sonst kann Knochen trocken nämlich andocken. Aber was ist denn noch viel schöner? Wenn, oh ja, wenn wir Mario Kart zocken, dann nimmt ja, Knochen Moment, trocken. Moment. Was ist das? Was hab ich da? Dieses Pau. Ja, setz ein, los. Was ist das? Jetzt kriegen alle das ab. Ach so, cool. Alle, die vor dir sind. Ich muss auch sagen, ich bin auch einfach mega unkreativ. Ich nehme einfach jeden Buchstaben aus dem Alphabet und kloppen Orten rein. Rocken. Scheiße. Fahr, du Wichser. Da dürfen wir eigentlich so, Mocken, so doll beleidigen. Mann, fahr! Ja, dürfen wir. Dürfen wir in YouTube so doll fluchen? Wir machen jetzt mal ein Spiel, André. Wie, mal sehen, ob du das kannst. Wie heißt dieser Pilzkopf? Todd. Todd? Okay, eins von drei richtig. Scheiße, scheiße. Wie heißt diese Cousine von Prinzessin Peach? Nee, wer ist das? Wer ist das? Die Schwester. Das ist die Schwester, Jan. Nein, ist auch nicht die Schwester. Das ist, die, ist auch nicht die Schwester. Die Prinzessin von... Von dem anderen König. Von dem anderen König. Wie heißt die? Die braunhaarige? Daisy. Leute, die Kamera hinter uns, ne? Das passiert manchmal, dass Canons einfach aufhören zu filmen, dass es gerade passiert. Deswegen machen wir ein kleines Päuschen. Schnell. Läuft die schon wieder? Ja, ja, die ja, läuft schon. Und es Moment, geht weiter. Moment, in 3, 2, 1. Oh, ja. Moment, okay. Ich hab noch einen fantastischen Reim. Boah, ich bin der Goethe. Ich glaube, die Reime. Ja. Warte, ich werde hier aus? Da. Der Waluigi gegen Knochen trocken bekommt ihr im ganzen Gesicht die Knochen. Oh, oh mein Gott. Schlechter, oder? Oh, oh. Darf man das sagen, dass wir hier mitten in der Nacht fahren? Oder ja, ja, ich habe schon gesagt, es ist sehr spät. Ja, nehmt uns das Stunde. Nicht übel. Dann ist das doch völlig entschuldigt. Ist doch nicht, Mann. Alter. Vor allem ist es nicht so, als wären auf eurem Channel die Gags besser jetzt als meine. Oh, Dominik. Da kommt der Kritiker raus hier. Ja. Ah. Ich könnte aber ein Energy vertragen. Ist das eigentlich immer noch so im Hype? Was? Sind diese Energy Drinks immer noch so im Hype? Ja, ich weiß nicht. Trinkt ihr das alle noch, Leute? Nee, Monster trinke ich überhaupt nicht. Nee, Monster nicht mehr so. Monster ist ein bisschen übertrunken. Ja. Was steht hier rum? Monster. Ja, ab und zu geht noch einer rein. Du bist da ja, ne? Ja, ja. Mann, das gibt es doch nicht! So, ich muss mal kurz mich konzentrieren, dass ich hier noch Erster werde. Mann, ich hatte einen Blitz! Denk dran, es geht um Zimt, ne? Also, ja. Stimmt, das wird hier immer ja, vergessen. Ja, jetzt ist ja die Weihnachtszeit, da freue ich mich auch auf Zimt. Ne. Ja, aber nicht auf puren Zimt. Okay, los geht's. Alter, das ist so heftig. Alter, ihr seid alle schon im Ziel und meine Kanone bringt mir einen Feuchten, ey. Fünfter! Au, das ist ja ganz schlecht. Was ist geschehen? Ich bin jetzt mal auf die Statistik Scheiße. Gespannt. Scheiße. Ja, ich auch. Mal sehen, ob es hier noch... Ich verliere dich mal. Oh mein Gott. Boah, das ist eng. 15. Warte. 15. Was? 18. Was? Knochen trocken? Was? Kacke! Oh! Knochen trocken kann es rocken! Scheiße! Okay, nee, Moment. Stopp. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ja. Erstmal noch
Ein Stückchen rein. In den Socken. Okay. Weiter geht's. Okay, ich bin wieder da. Ich hab auch einen Spruch. Aber jeder kann doch gewinnen. Knochen trocken. Wenn du gewinnst, werde ich dich auf Facebook blocken. Oh, 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 oh. Oh. Okay. Okay, schwierigste Strecke. Regen Moment, noch nicht drücken. Oh, scheiße, ja, ich kann Erster werden, Leute. Ja, es ist wirklich spannend. Moment, wo bin ich da? Einen einzigen Punkt. Das wird spannend. Ja, aber meinst du, dass mein der letzte wird oder was? Okay, jetzt ich muss mich konzentrieren. Ich rede jetzt ein bisschen weniger. Ich hoffe, ihr, ihr nehmt mir das nicht übel. Wieso ist mein? Was, du Spasti? Nein! Nein! Fahr du! Oh, ich darf ja nicht so viel fluchen, ne? Doch, geht schon. Dann wird das hier geclaimed. Von wem denn? Wer hat denn, bitte Copyright auf? Nee, also nicht geclaimed, sondern du kannst hier... So, schlechtes Vorbild. Von, ja, von Julians Blog persönlich. Der Julian... Der Julian... Der wird ja auch immer gefleckt. Der kennt das. Der Julian-Sohn. Nein! Alter, ich raste gleich aus. Ich bin Wer war das? Im Rennen. Ich bin Achter, das gibt's nicht. Ach, daher kommt der Spruch. Wird Julian... Ah! Jetzt fahr, Zwölfter, nee. Ich bin eingeschlafen, Alter. Ja. Hallo. Hallo, weiter jetzt. Mann, der fährt da immer runter. Ich komm nicht um die Kurve. Scheiß Knochen trocken. Wird Julian dich blocken, bekommt er es zu tun mit Knochen trocken. wie sieht's aus, Cengiz? Also ich glaube, faggot. Es kann... Ich überlege gerade, es kann sein, dass Cengiz letzter in der Gesamtstatistik wird, ne? Es kann sein. Warum? Ja, es ist noch möglich. Nein, es ist doch, wenn du jetzt Zwölfter wirst. Oder? Und ich bin Zwölfter hier. Ja, jetzt strengt euch an. Ich fahre ja schon, aber der fährt nicht schnell. Wo's... Wie weit weg seid ihr denn alle, ey? Es ist noch alles drin. Ja, es ist noch alles drin. Also Leute, ich brauche nur einen einzigen Punkt. Und dann bist du vorne. Und ich dann muss vor Cengiz sein. Scheiße. Dann bin ich Erster von uns bin allen. Wieder da. Ich hol schon mal den Zimt, also ich ne? Bin im Moment nicht Erster. Es gibt auch diese geilen Zimt-Kaugummis, aber ich glaube, das ist nicht so geil. Ach, diese Big Red? Die habe ich früher mal gekauft. Oh! Du hast gesagt, schwere Strecke, Wise. Alter, du bist Elfter. Mann! Danke. Oh mein Gott. Jetzt fahr du Spastika. Der Cengiz kommt Alter, nee, gleich fliegt das Ding aus dem Fenster. Ey. Oh, blauer Panzer. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Ich werd richtig aggressiv gerade. Ah, nee, die sind auch voll weit weg, die Leute. Ich find's schön, dass du das nochmal betont, weil das wäre, glaube ich, den Leuten da draußen gar nicht aufgefallen. Was denn? Dass andere gerade aggressiv ist. Nee, jetzt fahr um die. Jetzt reicht's mir. Oh, Alter! Alter, hallo! Fahr weiter, Mann! Ja. Aber ich seh hallo! Jetzt fahr weiter! Und du musst zwei Löffel Zimt essen, Punkt. Mann, ich komm nicht um die Ecke! Ja, und ich seh nichts mehr. Habe ich dir gerade wehgetan, Dominik? Hä? Ja, ganz schlimm. Jo, ich habe andere überrundet! Was? So, du Kleiner, jetzt fahren wir hier langsam rum. Vor allem, wenn wir beide jetzt gleich einfach noch so 3,5 Jahre... Alter! Jetzt wird das längst überrundet. Hallo, jetzt fahr, Mann! Oh mein Gott, ihr könnt nix! Blauer Panzer, oh! Ich hasse den! Hast du mich überrundet, Cengiz? Ja, habe ich schon. Also es ist unmöglich, dass du gewinnst. Glaube ich. Ja, nee, wenn du jetzt stehen bleiben würdest. Was? Jetzt reicht's mir. Oh, ich klopp den jetzt irgendwo kaputt, Hä? Ey. Hä? Hallo? Was ist jetzt los? Hallo? Jetzt der kaputt. Hallo? Ja, geh doch hinterher. Oh mein Gott, hallo, was ist hier los? Hallo! Ja, dann hast du ja automatisch verloren jetzt. Mann, hab ich auch. Jeder von uns hier hat verloren. Ist nicht so. Oh mein Gott. Ist einfach runtergefallen. Ja, ich hab gewonnen. Ja, was? Was, ja. Was hab ich da jetzt mit zu tun? Scheiß Gastgeber. Nee, ey. Ja, also, Cengiz ist auf jeden Fall der Sieger. Ja, aber was hab ich damit zu tun? Hätte noch runterfallen können. Ja, okay, Dominik. Aber dafür Dominik, du warst Platz 12. Du hättest nichts gewonnen. Nee, du warst Platz 12. Ja, aber in der Statistik, ja, du warst nee, Platz 12. Nee, ich gar nicht. Ich war mal Dritter, ich war mal Siebter. Beweis das mal. Dominik hatte 15 Punkte, ich 17, du 18. Ja. Ja, ja. Nee, aber er ist immer Letzter geworden in den Rennen.
Weißt du, was ich ja zwischendurch mal sagen könnte? Die Kritik auf der Film. Was hat das damit jetzt? Also, was machen wir jetzt? Aber in dem Moment möchte ich auch, dass das so eingeschaltet ist. Mach mal leiser. Ja, komm her hier, ich stecke die Scheiße jetzt rein. Und ja, los hier! Ja, was ist denn hier? Oh mein Gott. Was war das denn, du alte Fee? So, wo muss los ich denn reintun hier? Das Erste! Hier wird jetzt weitergespielt. Und jetzt? Echt, drück mal A. Drück mal A. Drücken. Drück mir immer alle A. Muss ich denn in den anderen rein tun? Du hast das in den vierten gesteckt. Achso. Los! So! Es geht jetzt weiter hier. Ich war auch runterfallen. So knochentrocken. Oh. Jetzt rocken wir. Hurensohn! Oh mein Gott, ey! Ich überlege. Donig ist Elfter! Ja. Oh mein Gott, so sehen Verlierer aus. So. Fahrt jetzt alle ins Ziel, damit ich hier. Oh, sie wird's nicht. Oh mein. Oh. Dominik, fahr bitte ins Ziel, sonst mach ich gleich was kaputt, ey. Hi Friends, wir sind kurz zu dem Dominik gedüst, weil wir zu Hause kein Zimt hatten. Das heißt, jetzt, ne, werden die Löffel gehäuft. Jengis ist nicht hier, er hat gesagt, ich will mir das auch im Video anschauen, wie er leidet. Von daher, Jengis, wenn du das siehst, this finger is for you. Was geht euch hier? Yay, yeah, der Zimt ist am Start. Ne? Irgendeiner muss den Scheiß ja irgendwie haben. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt echt keine Ahnung, was passiert. Ich auch nicht. Ich habe gehört, das ist tödlich, also ich will ja nichts sagen. Was ist, wenn wir hier jetzt hinspucken aus Versehen? Ja, lass uns ins Badezimmer laufen. Ja, reicht schon. Nee, komm. Warte mal, kriegt man das hier, ja? Warte, ja. Komm, das muss reichen. Oh ja, das reicht, ja. Ja, nee, wenn dann richtig. Weil wenn man verliert, dann verliert man nun mal. Ja, aber, ja. Weil man muss dann bei dir auch so viel machen, ne? Ja. So, komm, ey, komm. Ja, komm. Ey, ich glaube, das ist doch so wenig, oder nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß es, wir sehen es ja jetzt gleich. Ja, so eine halbe Bestrafung kann man ja nicht machen hier. Ja, wenn es zu wenig ist, dann müssen wir es nochmal machen. Nö, dann lass dich mal gleich sofort. Also Leute, schreibt jetzt in die Kommentare. Nein, das ist glaube ich zu wenig. Ja, dann machen wir, knall mal hier richtig, oder? Ja, knall da drauf. Dim. Okay, André, ja, deiner ist gut, deiner ist gut. André ist auch, glaube ich, zu dem Moment Scheiß-Handy auf lautlos. Das ist Jan seins. Ach so. Okay, gut. Und wir müssen das runterschlucken jetzt, das, oder das was? Das ist, glaube ich, Jengis, der Anruf, der will live dabei sein. Ja, scheiße. Ja, egal. Okay. So, Scheiße. Was machen wir jetzt? Ja, in Mund stecken. Also, ich zähle mal an, mach und mal die Löffel bereit. Müssen wir das runterschlucken jetzt, oder was? Ja, irgendwie. Ja, ich glaube, du kannst es nicht direkt. Ja, du okay. kannst es nicht runterschlucken. Okay. Okay. Okay, seid ihr ready? Ja. Yes. Wollt ihr noch anstoßen oder so? Okay, okay, und 3, 2, 1. Mmh, Pizza. Pizza. Ein Kloster. Aber mega trocken. Was? Hier brennt mich. Ich kann gar nicht mehr trinken. Die komplette Fresse ist so trocken. Alter. Oh. Mach mal Mund auf. Das. Also sag ich, zieh das durch. Ja? Erwachsene Männer heulen wie Kinder. Welcher Spaß, die hat das in die Kommentare geschrieben. Okay, warte. Ich schluck jetzt runter. Ich kann doch nicht. Schlucken geht immer, ne? Und? Hast du auch schon, oder was? Ja, ich bin doch nicht so eine Pussy. Oh, stinkt das. Echt? Ja, so ist richtig hier. Dominik ist unser Man. Ich würde sagen, André hat diese Bestrafung verloren. Kann man eine Bestrafung verlieren? Man kann eine Bestrafung. Ja, ab jetzt kann man noch eine Bestrafung verlieren. André hat diese Bestrafung verloren. Also, Friends, schreibt rein, was als nächstes so stattfinden soll. Boah, ich freue mich voll drauf. Ja, Dominik freut sich. Mega. Und bis zum nächsten Mal. Hau ab, Alter. Ha 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 ha!